Hallo, heute zum Samstag, schon den 16. Dezember, ein Tag vor dem dritten Advent und ein Tag vor dem Weihnachtsmarkt in St. Vith, wo ich meine Bude wieder habe an den Linden. Dieses Jahr gibt es nicht nur Glühbier, sondern auch noch was zu essen, das passende Bier zum Essen und natürlich ganz viel Schlau und Verzähl, so wie das jetzt schon die letzten 16 Tage habt aushalten müssen. Aber ich denke, bis jetzt geht es noch ganz gut. Heute haben wir dann noch mal was relativ Außergewöhnliches oder Besonderes, nennen wir es mal, und zwar die Grenze-Stadtbrauerei mit ihrem Grut oder Grüt. Wir haben eine ganze Reihe verschiedene Biere unter diesem Namen und Grüt ist eigentlich eine Kräutermischung, die schon im Mittelalter verwendet wurde, um damit Bier zu brauen, quasi als Hopfenersatz, vor allem in den Gegenden, wo der Hopfen noch nicht bekannt war als Pflanze, die Bier haltbar macht. Und hier dann eben in Gent nochmal eine andere Besonderheit. Die Stadt war eine Zeitweise in zwei geteilt. Rechts der Leie waren die Holländer und links der Leie waren die Franzosen. Deswegen steht auch hier nochmal oben extra drauf: Brewed on the left bank of the River Leie in Gent. Also hier nochmal klar darauf hingewiesen, auf der linken Seite gebraut und eben dann mit diesem Grut eine Kräutermischung, die dann eben von dem jeweils Herrschenden herausgegeben wurden. Also musste man quasi zur Gemeinde oder zum Stadtamt gehen, sich da das Grut kaufen, diese Mischung, wo keiner genau wusste, was drin war, um dann eben so auch Bier brauen zu können. Das war quasi die erste Akzisensteuer, die so quasi eingeführt wurde, denn ohne dieses Grut konnte man damals nicht brauen. Und so hatten auch die jeweils Verantwortlichen ein bisschen die Hand drauf, wer brauen durfte und wer nicht. Und dann eben auch eine Einnahmequelle für die jeweilige Stadt oder für den ganzen Staat teilweise. Hier dann Annick de Splenter ist die Gründerin, 2009 ist die Tochter von Ivan de Splenter, dem früher unter anderem mal die Liefmans Brauerei gehört hat, also auch quasi eine Familienbrauerei oder zumindest eine Brauer-Vergangenheit. Und sie hat Brauwesen studiert, hat dann noch einen Biochemiekursus hinterhergeschoben, um sich eben ein bisschen intensiver mit diesen Kräutern auseinanderzusetzen und um auch zu verstehen, wie die ganzen Kräuter zusammenwirken und auch zusammenpassen könnten. Und hat dann lange an der Rezeptur gefeilt, bis sie eben auf ihre spezielle Mischung gekommen ist. Mittlerweile gibt es es gibt ein Grut Blanche, ein Brünn, ein Blond, dieses Inferno. Und eben die Location ist auch einmalig mitten in der Stadt. Noch ein sehr schönes Lokal nebenan direkt. Wer mal in Gent ist, Gent sowieso immer eine Reise wert. Einmal da vorbeigehen. Die Adresse ist unten im Artikel direkt verlinkt. Also hier haben wir Grut Inferno. Ist eigentlich so ein Golden Ale, Strong Golden Ale, hat 9%. Geht dann so schon in die Richtung. Man sieht es jetzt schon an der Farbe und auch am Schaum. In die Richtung von einem Düvel, vom Stil her und auch von der Farbe und vom Schaum. Sehr viel Schaum und eine sehr klare Farbe. Und da riecht man schon, dass die Kräuter und so weiter rauskommen. Hat man so ein bisschen das Würzige, ein bisschen pfeffrig. Ein bisschen in Richtung von Brot teilweise. Und dann eben die 9% sehr gut verpackt. Das Würzige von dem Grut kommt erst immer im Nachhinein, wenn man das Bier mal so ein bisschen wirken lässt. Ein bisschen so ein pfeffriger Nachgeschmack, ein sehr würziger Nachgeschmack. Wie ich finde, ein sehr trinkbares Bier, trotz der 9%. Es geht sehr gut runter, eine sehr schöne Kohlensäure. Dazu empfehle ich Watersäu, ein typisches Genter Gericht. Hier habe ich auch nochmal den Link in den Artikel mit reingepackt. Und auf der Internetseite, die verlinkt ist, gibt es sogar ein Video dazu ich glaube, Sender war EEN. Die haben so unsere dachligste Kost. So eine Art Kochsendung, wo dann eben solche Gerichte vorgestellt werden und dann eben auch gekocht werden. Viel Spaß damit heute für den Samstag. Wir sehen uns dann morgen und ich glaube, da probieren wir mal was ganz anderes als die anderen Jahre aus. Seid gespannt. Wir sehen uns morgen entweder hier online oder live in St. Veit auf dem Weihnachtsmarkt. Prost!